Einen ganz wunderbaren guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe heute den wunderbaren Christian Materne bei mir bei Guten Morgen Channel 21. Und der hat uns seine wunderbaren Kosmetiktücher mitgebracht zu einem absoluten Knallerpreis, den es jetzt nur heute und hier bei uns gibt. Wie der heißt und wie der ist, das erzählt er uns gleich. Und ihr habt die wunderbare Möglichkeit, dieses sensationelle Mousse von ihm zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, bleibt einfach dran. Bis gleich. Ich begrüße euch mit einem ganz, ganz herzlichen guten Morgen, Channel 21. Und zwar hier zu unserer Frühstückssendung direkt von meinem blauen Sofa, wo wir euch immer mitnehmen. So ein bisschen auch in das Privatleben von den Experten, von unseren Moderatoren und eben von unseren Stars und Prominenten, die wir hier haben. Und da kommen wir auch zu dem Gast, den ich heute endlich hier bei mir habe. Und ich habe so lange schon gebettelt, dass er mal vorbeikommt. Vor allem aber auch, dass es mal passt, dass er nämlich hier in Hannover ist und wir zusammen diese Couch besetzen dürfe. Schön, dass du da bist, Christian Materne. Hallo, also, guten Morgen. Ich freue mich riesig. Ich muss sagen, es ist ja irrsinnig bequem auf der blauen Couch. Bin auch ganz froh, dass sie blau ist und nicht rot. Ja, und das hätte beim auch schon roten so ein bisschen Sofa, da gab es ja, ja schwierige Sachen. Freue mich auch, dass Daniela da ist. Die finde ich nämlich großartig. Ich habe dich lange nicht live gesehen. Das wir stimmt. Schreiben allerdings immer auf Facebook. Genau. Ich meine, die Zuschauer wissen das ja mittlerweile. Daniela ist ja für die Kunden verantwortlich. Und ja. Ich muss gleich mal zu Beginn sagen, du machst das großartig. Dankeschön. Du bist aber auch der einzige Mann neben meinem eigenen, der mir quasi mitten in der Nacht Sprachnachrichten schicken darf. Und wo es okay ist, wenn ich morgens aufwache und sage, Schatz, ich muss ganz kurz eine Nachricht von Christian hören. Ich mache immer Sprachnachrichten nämlich. Ich finde das leichter als Tipp. Ja, ich finde das auch viel einfacher. Ich liebe auch Sprachnachrichten verschicken. Und ich möchte aber direkt in diese Stunde starten, Christian. Du hast uns nämlich, und das finde ich sowas von affengeil, muss man einfach so sagen, du hast uns einen mega Special Preis mitgebracht heute hier. Was es nur jetzt hier für euch gibt. Und zwar sind das deine Abschmieden bzw. Kosmetiktücher. Ja. Wie funktionieren die und zu welchem Preis dürfen wir die heute verkaufen? Also ich muss ja sagen, das war gar nicht so einfach, den Preis zu bekommen. Erstens, ich freue mich ja, dass ich heute Morgen hier sein darf. Das ist ja überhaupt nicht meine Zeit. Alle, die mich ja ein bisschen kennen, wissen, dass ich ja normalerweise vor 12 Uhr mittags überhaupt nicht aufstehe. Jetzt bin ich ja heute Morgen echt so früh schon aufgestanden. Ich glaube, es war 5:30 oder so. Das ist überhaupt, wie gesagt, gar nicht meine Zeit. Deswegen schaue ich auch noch so verschlafen aus. Ich habe meine Mütze geschrieben und extra noch mal dich angerufen, weil ich hatte Angst. Ich bin nicht sicher, ob ich wirklich komme. Ja, ich habe ja auch im Hotel extra schon, jetzt wollte ich beinahe sagen Lieferservice, das nicht, aber Weckdienst bestellt. Und naja, ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal hier bin, weil wir wollten ja echt schon lange mal gemeinsam hier sein, nur am Wochenende. Wie gesagt, meistens ist es ja so, dass ich dann auch Sendungen habe. Habe ich ja heute auch, aber ich habe ja kein Angebot des Tages. Deswegen habe ich ja heute Morgen Zeit, hier zu sein. Habe ich gesagt, muss ich auf jeden Fall was richtig Geiles, ich darf dich zitieren, machen. Und es sind ja wirklich meine Lieblingskosmetiktücher, die so fantastisch sind. Und so ich habe mir gedacht, die sind ja morgen, ich habe ja morgen um 13 Uhr eine Special Cosmetic Show zum Valentinstag. Ja, Hammer. Da gehen die auf Sendung zu einem Hammerpreis von 14,99 Euro. Was echt ein ziemlich guter Preis ist. Die kosten normal 19,99 und das super ist schon gut. Preis, ja. Aber ich habe mir gedacht, alle, die heute die Guten Morgen Channel 21 Show sehen, können die jetzt, und Achtung, das machen wir ein einziges Mal, es wird auch nie im Fernsehen sonst so laufen, für 9,99 Euro. Boah, der Wahnsinn, sagt oder? Ihr, ich gehe jetzt selbst ja gleich ins Internet und schaue parallel unsere Show, weil ich muss die selber für 9,99 Euro, das bestelle ich mir, glaube ich, 10 Mal. Weil das sind wirklich für mich die besten Abschminktücher der Welt. Ja, und das Tolle ist, ich habe ja das alles nochmal auch studiert, mich da eingelesen, da brauchst du wirklich für diese Abschminktücher keine Reinigungsmittel, da brauchst du ja eigentlich gar kein Studium dazu. Ja. Also die packst du aus. Ja, du, die packst du aus. Du, ich wollte gerade sagen, da brauchst du gar kein Studium. Du hast mein Wortwitz gerade nicht verstanden. Du hast ihn hoffentlich verstanden, oder? Doch, ich habe mein Sparschwein heute gar nicht. Ja, da bin ich ganz traurig, dass das heute nicht da ist. Ich habe extra viele Fünfer eingepackt. Nee, auf jeden Fall, die sind wirklich grandios. Und also, wenn ihr Lust habt, ja, erstens, vielleicht habt ihr die ja schon zu Hause, kommentiert bitte unbedingt unten gerade mal im Chat, wie ihr die findet. Daniela wird es uns dann vielleicht auch vorlesen. Und vor allem bestellt die für 9,99 €. Ich meine, rechne jetzt mal durch, das sind 2 Euro pro Tuch. Da gehst du irgendwo in den Drogeriemarkt, da kriegst du nicht die Qualität und zahlst für ein Tuch mindestens 4 oder 5 Euro.
Ja, und ich finde es einfach sensationell, dass man Tücher hat, die man wirklich einfach nur lauwarm oder schön warm befeuchtet und damit alles abschminken kann. Und ich habe gelesen, sogar auch wenn man vom Haarefärben noch so Reste hat, kann man das auch damit problemlos einfach Dekolleté abwischen. Ne? Wasserfeste Wimperntusche. Das ist auch so geil. Da bin ich nämlich auch immer am Feudeln ohne Ende. Ich habe jetzt aber für euch, damit wir auch Christian noch so ein bisschen besser kennenlernen, und damit möchte ich auch direkt starten, weil ich habe mal im Internet gestöbert und Christian, ich habe so ein paar, ich habe so ein paar Fotos von dir gefunden und ich würde so gerne die mit dir zusammen angucken und mal wissen. Ich kenne sie ja wirklich noch nicht. Er kennt sie wirklich. Nein. Ich hab ihn gefragt, wirklich, ob ich das machen darf. Ja, aber es waren ganz lustige dabei. Zum Beispiel, und das finde ich auch super geil, das ist tatsächlich auch dein Xing-Profilbild, habe ich gesehen, Christian. Ja. Weißt du, wann das aufgenommen wurde? Das kann ich dir genau sagen. Das war mein erstes Autogrammkarten-Shooting für HSE damals. Aber ich finde, das sieht aus wie für einen DJ, so in 90ern. Ja, das haben wir ja dann irgendwann auch so ein bisschen bearbeitet. Ja. Das war diese Lagerfeld für H&M. Kannst du, da gab es mal so eine Kollektion. Ja, na klar. Brille. Da habe ich mir, als mir die erste kaputt gegangen ist, eine zweite gekauft. Ich fand die so mega. Mittlerweile finde ich die aber auch nicht mehr. Ich habe leider das Problem, dass ich meine Sonnenbrillen immer verlege. Deswegen kaufe ich mir auch nur noch Sonnenbrillen für maximal 10 Euro. Ja, da ist das. Das habe ich witzigerweise, oh Gott, das klingt jetzt sehr narzisstisch, aber ich habe das zu Hause in riesengroß auf Leinwand. Schön, aber das fand ich auch wirklich toll, deswegen dachte ich, damit starten wir. Ich muss mal gucken, welches Pferd. Oh, das finde ich auch so witzig. Also, Christian, wo ist das? Wo ist der Prosecco-Stammtisch gewesen? Das findet man wirklich, wenn man meinen Namen eingibt. Das findet man, wenn man deinen Namen eingibt, genau. Das muss irgendwie so eine Hippie-Party gewesen sein. Nee, oder? Also das Prosecco ist eine Schlagerbar in München. Ach, das ist und die sind immer so ein bisschen auf 60er, 70er Jahre dekoriert. Die haben immer eine mega Deko. Witzig, auch wieder hier mit neuen. Also ich habe auf jeden Fall blonde Strähnen. Das muss vor 2005 gewesen sein. Ja, aber wie man sieht, auch immer schon eine Halskette dabei. Ne? Was trägst du heute? Ist es auch eine deiner Lieblingsketten? Das ist aus Edelsteinzauber. Das ist Hämatit. Oh, und der ist übrigens auch heute reduziert. Das weiß ich zufällig. Ja, und passt zu deinem minfarbenen Sack, mit dem weiß ich, hast du hier, weil das hat mir das erste Shooting, als du kamst, hast du das auch dabei. Das habe ich witzigerweise, spannend, dass du dich daran erinnerst, da hatten wir uns ja schon kennengelernt, da war ich noch gar nicht auf Sendung, das war ungefähr 2 Monate vorher, hatten wir ein mega Fotoshooting, da gibt es auch ein tolles Bild, das weiß ich noch, wo ich in der Mitte sitze und alle um mich herum. Alle drumherum. Ich dachte, oh, da gefällt es mir gleich bei Channel 21, ich habe gleich einen roten Teppich ausgerollt bekommen. Genau, der ganze Harem dabei. Ganz Harem, das hat mir gut gefallen. Und das minfarbene Sack habe ich witzigerweise seitdem nie wieder angezogen. Nee, es hängt. Ich glaube, es hängt hier. Ja, es hängt hier. Ne? Muss ich mal wieder anziehen. Hier, guck mal, das fand ich auch süß. Du bist tatsächlich, du bist ein Wiesenliebhaber, oder? Ah, das ist witzig. Weißt du, was das war? Das kann ich auch sagen. Das war, als das mit Instagram, nee, nicht Instagram, das war damals Facebook. Als gerade so Facebook modern wurde, sage ich mal. Das war ungefähr, ich schätze mal 2010, 2009 oder 2010. Da haben wir damals bei HSE eine Oktoberfest-Reportage gemacht. Wir sind wirklich mit unsere Social-Media-Beauftragten damals, witzigerweise Miri, die ist jetzt gerade im Mutterschutz, die hat dann später hier auch bei Channel 21 angefangen, ganz, ganz spannend, sind wir auf dem Oktoberfest umhergegangen, haben die Stände besucht und das war eine ganz, ganz liebe Zuschauerin, die dort bei so einer Holzbrandmalerei gearbeitet hat, die Gabi, ich weiß sogar noch, wie die heißt. Der Wahnsinn. Du hast wirklich immer einen nahen Bezug einfach zu den Leuten, muss man auch sagen. Also jetzt auch alle, die zuschauen, Birgit, Gysi natürlich, auch zu denen hast du alles ein Draht. Ihr habt euch auch teilweise sogar schon kennengelernt. Ich gucke noch mal, was ich hier noch habe. Ich suche euch noch mal ein schönes raus zum Abschluss. Hier, warte mal, welches nehmen wir noch mal? Hier, mit wem war das hier? Das fand ich auch süß. Ach, das ist witzig. Das ist Andrea Buchholz. Was viele ja nicht wissen, Anna Heesch und ich, wir haben ja vor über 20 Jahren bei Hamburg 1 schon zusammengearbeitet, hatten dann eine Sendung für RTL 2 gemacht. Das war bis zum heutigen Tag, ich wusste das gar nicht, Anna sagt das immer, ist das die erfolgreichste Morningshow aller Zeiten bei RTL 2 gewesen. Merit, die bei uns hier gerade in der Regie ist, war tatsächlich auch dabei, weil Merit hat auch bei Hamburg 1 gearbeitet. Und wir haben das damals für RTL 2 bei Hamburg 1 im Studio in der Roten Baumchaussee aufgezeichnet. Merit ist über 20 Jahre her, oder? Also das muss man sagen. Und das war Andrea Buchholz. Die kennst du in der Regie, Merit bestimmt auch noch, oder? Andrea Buchholz, Star-Astrologin. Aber das ist der Wahnsinn, das sieht man bei dir wirklich nicht, dass das schon so lange her ist. Was, heute Morgen mit Cap ist das tatsächlich immer so dein das ist meine Knöpfmütze, da denken immer alle, das ist so eine, muss ich jetzt vielleicht auch mal erklären an der Stelle, weil ich immer diese Mütze auf habe und dann denken immer alle, das ist ja schon so eine völlig abgeratzte Mütze, aber das ist tatsächlich meine Glücksmütze. Die habe ich, pass auf, das Original damals bekommen von Katja Lührs bei meinem ersten Dreh. Und die habe ich, ich glaube, 30 oder 40 Mal, die gibt es ja immer noch zu bestellen. Ja. Und dann hole ich mir die immer wieder nach, wenn ich das Gefühl habe, es brauche ich wieder neu. Die sieht nur immer gleich aus. Nicht, dass ihr denkt, ich habe seit 20 Jahren die gleiche Mütze auf.
Wollte ich mal gesagt haben. Ja, aber ich finde es fantastisch. Du hast immer so, du hast deinen ganz eigenen Stil und dem bleibst du treu. Auch immer deine Schuhe. Ich kriege immer schon gute Laune, wenn ich bei uns in die Maske komme und ich sehe Christian Schuhe da stehen. Aber weißt du, dann bin was? Ich immer schon da gut muss drauf. Ich ja auch erzählen. Ich meine, wir sind ja unter uns, oder? Wir können ja auch mal ein bisschen so. Ja, na klar, ich bitte dich auf jeden Fall. Die habe ich tatsächlich. Also, ich würde die ja. Finde die privat auch ganz lustig. Aber schau mal, die haben ja so ein bisschen Absatz. Und jetzt bin ich ja nicht so klein, aber ich bin auch nicht so groß. Ich bin halt normal. Also früher war man mit 1,81 normal. Jetzt ist man wahrscheinlich schon klein mittlerweile. Aber ich bin halt 1,81. Und in der Sendung, früher war das schon immer so mit Lola Paltinger, die ist zum Beispiel 1,78. Wenn die jetzt hohe Schuhe anhat, ist die fast 1,90. Sarah Kern ist auch ziemlich groß. Wenn die dann hohe Hacken anhat, oder jetzt Edwina hier. Mhm. Edwina ist ja auch riesig. Mhm. Bei Anna und Alex sind immer ganz bequem, da habe ich flache Schuhe an. Aber ich finde es immer auf Sendung schöner, wenn ich dann... Wenn das stimmig aussieht, ne? Ich weiß, das ist ein bisschen altmodisch, aber ich finde es... Also ich fühle mich dann wohler einfach. Ja, und das ist auch total wichtig, finde ich, dass man sich wohlfühlt, gerade natürlich, wenn man seine Produkte präsentiert. Und gerade auch du hast immer ganz tolle Geschichten. Du bist, glaube ich, finde ich hier derjenige, der am meisten in seinen Produkten ist. Finde ich ganz toll, egal zu was man Christian fragt. Er weiß zu jedem deiner Kosmetikprodukte, weißt du die Rezepturen, was drin ist, wofür das ist. Du beschäftigst dich unglaublich damit. Und das ist ja das Tolle heute, nämlich euer Gewinnspiel. Ihr könnt ja einmal das Mousse von Christian gewinnen. Das haben wir euch vorne einmal nämlich auch hingestellt. Das gibt es heute für euch. Und bevor du uns gleich erzählst, was das Tolles ist und was da drin ist, würde ich Daniela einmal bitten. Daniela, würdest du unseren Zuschauerinnen einmal sagen, was sie heute machen sollen, bitte, damit sie dieses tolle Mousse gewinnen können? Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Und ihr wisst ja, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr unsere Sendung liked und teilt. Und viele von euch machen das ja auch. Und das bringt uns immer wirklich sehr viel. Und heute geht es auch ein bisschen um das Thema Kosmetik und Schminken. Und mit dem Mousse könnt ihr euch natürlich ganz toll schminken. Und verratet uns doch mal unten in den Kommentaren, auf welches Event ihr euch schon wieder richtig freut. Wofür wollt ihr euch schminken? Wofür wollt ihr euch in Schale werfen? Ich weiß schon, was es ist. Meine Freundin musste ihre Hochzeit dieses Jahr absagen. Die wird nächstes Jahr sein. Dafür werde ich mich auf jeden Fall richtig in Schale werfen. Und ich würde wirklich gerne wissen, auf welches Event ihr euch wieder freut. Also ich weiß auch, auf welches Event ich mich tatsächlich ganz doll freue, nämlich auf das, wo Christian und ich schon des Öfteren getanzt haben, nämlich auf unsere, was waren das immer? Und auf der Presse, auf der Media Night hier in Hannover. Vielleicht finde ich noch dieses wunderbar lustige Video für euch, wo Christian und ich in einer ganz kleinen Telefonzelle der kleinsten Diskothek der Welt, es war so eine Karaoke-Telefonzelle, man konnte draußen quasi ein Lied anwählen und musste dann warten. Waren wir teilweise zu fünf in einer Mini-Telefonzelle, einer Mini-Disco. Das kann man sich heute überhaupt nicht mal vorstellen. Und ich werde es nie vergessen, Christian. Du standst da drin. Es war ganz laut, es lief irgendwie Barbie Girl. Und du standst hinter mir und hast gesagt, und morgen übrigens mein ADT. ich kann immer, wenn ich schlechte Laune habe, gucke ich mir das an. Es ist unglaublich. Wirklich? Es ist so, so gut. Gibt es ein Video? Ja, ich werde es noch mal raussuchen. Kann ich erinnern, dass es ein Video gibt. Kann ich das bitte bekommen? Ich muss ja nebenbei auch noch mal ganz kurz gucken, was du noch für Bilder hattest. Ja, nur für mich, was mich interessiert. Christian darf noch einmal, wenn Christian genau durchschaut, kann ich, oder vielleicht findet Christian ja noch eins, was er zeigen möchte, zeige ich euch noch mal. Unten haben wir nämlich für euch aufgebaut, da haben wir im Moment ein ganz sensationelles Angebot von Christian Materne, nämlich ein fünfteiliges Set. Und dieses Set bekommt ihr gerade bitte für 76 Euro statt 155. Ich sag ganz schnell, was drin ist. Das ist mein Lieblingsprodukt, das ist mein Serum, dann ist es mein 24-Stunden-Creme, es ist meine Maske, es ist mein Biotin-Konzentrat und mein Vitamin-C-Konzentrat. Aber Entschuldigung, was ich gerade viel wichtiger finde. Dieses Bild findet man, wenn man meinen Namen bei Google eingibt. Ja, das fand ich auch witzig. Da habe ich mich auch gefragt, in welcher Situation das ist. Also ich kann dir sagen, dass es bei mir zu Hause im Wohnzimmer vorm Kamin ist. Aber ich frage mich gerade allen Ernstes. In welchem Zusammen? Ah, ich glaube, ich weiß was. Ich glaube, ich weiß, das war, aber guck mal, das ist eine private WhatsApp-Nachricht gewesen. Das kann doch nicht bei Google sein. Ich habe unser Producer Tim. Ja. Da, wir hatten mal hier eine Feier und da hatte er auch mal ein Gläschen Champagner getrunken. Dann ist er immer so durchs Haus gelaufen. Und dann habe ich das mal versucht nachzumachen und hat das dem Tim auf WhatsApp geschickt. Aber das kann doch nicht in Google gelandet sein. Doch, ich habe alle Bilder wirklich von Google genommen. Macht nur Fotos von euch, wo ihr wisst, dass die garantiert irgendwann vielleicht auch mal wo landen und sie auch vertretbar sind. Hm. Guck mal, und das ist auch süß. Und bei Good Morning Channel 21 gezeigt werden. Guck mal, Lü, das muss ich auch noch... Das weißt ist du, was niedlich, das ist? Oder? Das war nicht auch voll süß. Weißt du, in welchem Jahr das war? Das war 1998? Oder 99, das war auf jeden Fall Ende der 90er. Und das hier ist Katja Lührs.
Also Merit in der Regie kennt die bestimmt auch noch. Weil Katja Lürs war ja die erste Prominente überhaupt. Die hat ja beim ZDF damals ihn vor Gericht moderiert und in der Schwarzwaldklinik und beim Traumschiff mitgespielt. Und Katja Lürs war die erste, die im Homeshopping Schmuck verkauft hat. Ach, und ich bin ja so auch überhaupt zum Homeshopping gekommen. Und das war die Managerin von dem Schlagersänger, der war damals auch mit dabei. Der hat es allerdings nicht so lang, das darf ich jetzt gar nicht sagen, aber der hat es nicht so geschafft wie ich. Ich durfte dann immer wiederkommen. Ja. Und doch, das darfst du. Das war Katja Lürs. Und die kam ja später dann auch noch hier zu RTL Shop, was ja der Vorläufer war von Channel 21. Siehste, was ich alles so bei Google rausgrabe. Mensch, das ist ja cool. Super, danke dir erstmal für diese Stories. Und Christian, sag doch noch mal dieses Mousse, was unsere Damen heute gewinnen können. Wie verwende ich das und was ist das Besondere dran? Also es gibt ja im Homeshopping, beinahe bei jeder Kosmetiklinie, gibt es ja diese sogenannten Magic Mousse oder wie sie alle heißen. Und es haben mich so viele gefragt, Christian, kannst du nicht auch so ein Make-up machen, dass ich dem Hautton anpasse und so weiter? Ich habe gesagt, nee, Leute, brauche ich jetzt nicht auch noch ums Eck kommen. Das gibt's ja wirklich bei jeder bekannten Marke. Und was willst du denn da anders machen? Dann hat aber mein Hersteller gesagt, Christian, ich habe was ganz Besonderes. Wir geben einen Wirkstoff hinein, der heißt Defensil Plus. Das ist ein weltweit patentierter Markenrohstoff, Premium-Rohstoff, der gleichzeitig, während er abdeckt, Make-up soll ja immer abdecken, logischerweise, Rötungen, Kuperose und so weiter, gleichzeitig diese Makel bekämpft. Und dann habe ich gesagt, okay, das machen wir. Und seitdem ist es wirklich ein ungebrochener Bestseller. Allerdings war im letzten Jahr das so, dass wir an diesen Rohstoff nicht rankamen, weil HSN, das ist ja ein sehr bekannter amerikanischer Homeshopping-Sender, hat das Weltpatent von Defensil Plus für ein Jahr aufgekauft. Da konnten wir natürlich dann preislich nicht mitmalten, weil dann hätten wir, es wäre im Millionenbereich, dann hätte ich dieses Make-up-Mousse hier für 80 Euro anbieten müssen. Und jetzt ist aber diese Lizenz wieder ausgelaufen. Jetzt haben wir es bekommen. Und da haben wir sofort zugeschlagen. Wir haben sogar die doppelte Menge gemacht. Und das ist wirklich ein Knallerpreis. Gibt es ja morgen um, ich muss überlegen, 13 Uhr ist die Sendung. Also morgen am Sonntag um 13 Uhr haben wir die doppelte Menge. Und jetzt schnall dich an, Lu. Wir haben die ja verkauft in 30 ml für 29. Das sind 60 ml. Und die 29 waren ja schon ein knaller Preis. Ja. Müsstest du sagen, Aktionspreis hier wären ja dann 60 Euro. Wir machen die doppelte Menge für 24 Euro. Alter Schwede. Also das ist richtig, echt ein Hammerpreis. Richtig knaller. Das werde ich auf jeden Fall jetzt auch ausprobieren. Ich bin ja sonst auch ein Fan. Ich habe tatsächlich ja deine 24-Stunden-Creme, die auch in dem fünfteiligen Package ist. Die nehme ich immer zu Hause. Die liebe ich auch sehr. Und ich habe heute mein Lieblingsteil von dir angezogen. Ich weiß, es war letzte Woche Aussendung, ne? Letzte Woche Dienstag. Vielleicht sind aber noch ein, zwei da. Letzte Woche Dienstag hatten wir 34,99 nämlich für den Pullover mit den Glitzersteinen. Das ist immer, den trage ich ständig. Du bist das in ist guter so Gesellschaft. Das ist auch Edwinas Lieblingspullover. Ja? Ach so, das ist ja ganz witzig. Und weißt du, was ich aber auch, ich weiß gar nicht, ob wir das verraten dürfen, aber Daniela, trägt ja meinen absoluten Lieblingspulli jetzt schon aus der Frühjahr-Sommer-Kollektion 2021. Also du bist die aktuellste von uns allen hier. Ja, der ist aber wirklich super schön. Ich habe den gesehen und sofort gesagt, den ziehe ich heute an. Den richtig toll. Der steht dir auch extrem gut. Danke. Ich mag aber auch dieses Maritime. Und ich weiß, dass du gerne so Colorblocking magst, weil ich verfolge ja jede Sendung von Guten Morgen Channel 21. Und du hattest ja auch damals meinen Colorblocking. Ja, genau. Da hatte ich ja auch ein bisschen das Gefühl, dass du den für mich gemacht hast, weil das sah ja aus, als wäre da so ein D drauf. Müller, muss ich sagen. Ja, das sah so ein bisschen, als wäre ein D vorne drauf. Ach so, wegen dem, ja, hast du ja, recht. Ja, genau. Hast du recht. Ja. Du, Christian, wir würden super gerne, wenn du das magst, würdest du Glücksfee spielen und den Gewinner von letzter Woche einmal ziehen. Wir haben letzte Woche nämlich das Tenhoff aus Bräunungsset verlost und ich habe auch gehört, es wurde schon ganz, ganz fleißig auch noch bei uns online mitbestellt für 29,99, weil es ist der absolute Knaller. Ganz easy, einfach drüber sprühen, Handschuh ist auch noch dabei und das können wir alle ganz gut gerade gebrauchen, ich tatsächlich auch mal. Darf ich das zeigen? Ja, na klar, gerne zeigen. Also eine Namensvetterin hat gewonnen, Daniela Schmidt. Herzlichen Glückwunsch zu dir nach Hause, Daniela Schmidt. Ganz viel Spaß mit unserem Bräunungsset. Und wir sind leider schon am Ende. Was? Gerade. Es hat so viel Spaß gemacht, Christian. Ich könnte jetzt, aber die Regie ist schon wieder hier. Luisa, komm jetzt zum Ende. Wir müssen Feierabend machen. Das heißt, ich darf dich schon... Ich muss ja wiederkommen. Ich muss doch das Entweder-Oder-Spiel irgendwann noch spielen. Ich glaube, das Entweder-Oder-Spiel, was ich vorbereitet habe, das machen wir jetzt für Instagram. Ja, und das zeigen wir da jetzt gleich noch. Insofern, ich bedanke mich ganz herzlich, Christian, vor allem für dieses knaller Angebotsset der Kosmetiktücher. 9,99 €. Nur jetzt, heute und hier. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die nächsten Sendungen. Ja, aber danke. Das wirst du sowieso haben. Und ein mit tolles deinen Wochenende Brücken, euch allen. Ein tolles Wochenende euch, vor allem dir auch, Daniela. Ne? Danke. Bis dann, bis nächste Woche. Ciao.